mag nie mehr. Ich mag jetzt Frühling und warm und grillen können und rausgehen, ohne dass man 10 Schichten tragen muss. Aber ich werde euch aufheitern, wenn ihr auch so einen ähnlichen Anblick hier gerade ertragen müsst. Mein Baum tut mir so leid. Die ganzen Blüten erfrieren jetzt. Aber wie gesagt, ich kann euch aufheitern, indem ich ein spätes, aber umso schöneres Cash-Stuffing mit euch mache. Das hatte ich ja nicht machen können leider, weil ich zuerst zu wenig Bargeld abgehoben hatte. Und dann war ich ja kränklich gestern. Kränklich deswegen, weil es mir heute schon viel besser geht. Ich bin sehr, sehr froh. Ich glaube, ich habe den Moment gut abgepasst, den Tag im Bett zu verbringen. Ich habe trotzdem etliches geschafft, was schön war. Ich war recht kreativ, konnte 2 Bilder malen und habe sehr viele Nachrichten beantwortet. Und das ist auch das Tolle so an der Arbeit, wie ich sie jetzt mache, dass man eben auch von zu Hause aus, vom Bett aus, sich produktiv fühlen kann. Und ich brauche das. Ich bin so ein Mensch, ich muss mich produktiv fühlen, um mich gut zu fühlen. Holla die Waldfee, oder? Das ist der Grund, warum ich mich verschätzt habe. Wir packen dieses Mal so viel in die Sinking Funds wie noch nie zuvor. Und ich hatte so Pi mal Daumen irgendwie überschlagen und habe dann 700 Euro abgehoben. Und das war viel zu wenig, also wirklich viel, viel, viel zu wenig. Und deswegen ist Patrick heute nochmal losgezogen und hat mir, oh lalala, so viele Fünfer, hat mir nochmal ordentlich Geld geholt. Der hat auch gelacht, als ich ihm erzählt habe, dass ich mich mal eben um etwa 600 Euro verschätzt habe. Ich glaube nicht, dass ihm das sonderlich viel Vertrauen in meine Budgeting-Fähigkeiten gegeben hat, aber mal sowas passiert. Und wir können dann auch gleich losstarten. Also wie gesagt, so viel Geld hatte ich noch nie. Das macht mich direkt ein bisschen nervös, aber ich glaube, bei dem Sauwetter kommt auch kein Einbrecher herein und klaut mir das Geld. Erstmal alles ganz monkmäßig schön hinrichten. So. Und dann hoffen, dass die 100er hier noch gut hinpassen. Ja, tun sie. Sie sind ein bisschen knitterig, sind jetzt keine schönen 9, aber wir sind dankbar um das, was wir kriegen. So, ich habe 2 Planer, in denen ich meine Sinking Funds verwahre. Einmal der hier für die schönen Sinking Funds. Das war schon mein hauptsächlicher Planer für Termine. Das war auch schon ein Essensplaner. Das war eigentlich schon alles. Also bei mir durchlaufen die Planer verschiedenste Stadien. Und hier habe ich einen Umschlag mit der Möglichkeit zur Tilgung. Das heißt, wenn ich unseren Monster-Kredit zusätzlich abzahlen möchte, kommt hier das Geld rein, bis ich es dann mal einzahle und überweise. Ist jetzt diesen Monat nicht passiert, wird aber dann ab übernächsten Monat immer voll sein. Also in meiner Vorstellung, in meiner Hoffnung auf jeden Fall. Dann haben wir hier den Umschlag Car. Ich musste das leider so nennen, weil mir die Buchstaben ausgegangen sind. Ansonsten wäre das jetzt Auto Instandhaltung, aber das haben die Buchstaben leider nicht mehr hergegeben. Das ist für sowas wie TÜV, sämtliche Reparaturen, Inspektion, neue Reifen, all diese schönen Sachen, die ein Auto nun mal so mit sich bringt. Dann haben wir den Tierarzt, übrigens auch der gleiche Grund hier. Ich musste Buchstaben sparen. Reisen ist ein sehr schöner Sinking Fund. Da dürfen wir auch dieses Mal sehr viel reinpacken. Und Steuer. Das ist natürlich noch so ein Unsicherheitsfaktor, vor allem was dann die Steuer, die nächstes Jahr gemacht wird, also die für 2021 angeht, weil mein Verdienst ja jetzt doch relativ hoch ist. Ich verdiene jetzt so um die 1400 Euro dazu durch all diese Einnahmequellen und da bin ich natürlich mega gespannt, was dann, also was heißt gespannt, ich habe Schiss ohne Ende, was dann letzten Endes bei der Steuererklärung rauskommt. Aber da habe ich ja noch eine Gnadenfrist und ich habe so ein bisschen zum Üben ja die Steuer für 2020, die wir jetzt demnächst angehen werden, wo ja immerhin 3 Monate ein mini kleiner Verdienst über YouTube und so weiter mit drinnen ist. Da kann man sich dann schon mal so ein bisschen fit machen. Gut, dann starten wir auch gleich mal mit den schönen Sinking Funds. Und zwar kommt in den Auto-Instandhaltungs-Sinking Fund was rein. Und da hatten wir uns entschieden, 200 Euro reinzupacken, womit insgesamt 400 Euro drinnen sind. Dann nehme ich auch gleich mal die beiden.
Und schauen wir auch mal, ob das hier passt. Ich möchte heute mal jeden Umschlag mit euch kontrollieren. Ja, aber das sind auf den ersten Blick gleich mal 200. Plus 200 sind 400. Und das ist das erste Mal, dass ich so einen Auto-Instandhaltung-Sinking-Fund habe. Der ist bis dato immer so hinten runtergefallen. Ich habe einfach nicht genug Geld gehabt, um sowas zu bestücken und habe mich dann auf die wirklichen Fixkosten konzentriert, was allerdings natürlich auch heißt, dass wenn eine größere Reparatur gekommen wäre, dass automatisch wieder unser Konto ins Minus gerutscht wäre. Und mit so einem Sinking Fund wie dem hier versuche ich das natürlich zu verhindern. Und da werden, glaube ich, auch noch im Laufe der nächsten Monate, Jahre, wie lange auch immer, die ein oder anderen Sinking Funds dazukommen, damit ich echt das Gefühl habe, ich bin für alles gewappnet, was so passieren kann. Und man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch noch unseren Emergency Fund in Höhe von 1170 Euro, immerhin. Das heißt, eine krasse Autoreparatur hätte man daraus auch zahlen können. Genau. Weiter geht's mit dem Tierarzt-Sinking-Fund. Da habe ich ein Minus ausgleichen müssen, weil wir da recht viel gezahlt haben im letzten Monat. 150 werden eingezahlt, das gleicht allerdings 50 aus. Das heißt, 100 sind dann letzten Endes drin. Ich hoffe, dass wir da gar nicht ran müssen, aber man weiß es ja eben nie, ne, wenn man Tiere hat. Und vor allem die Amy ist jetzt auch in einem Alter, wo ja permanent irgendwas anfallen kann. So, dann ein sehr schöner Sinking Fund, Reisen. Da möchte ich erstmal checken, ob das auch stimmt, wie viel da drinnen ist. Den hätte ich gerne aufgebaut auf so 1200 Euro ungefähr. Und von der Zeitplanung her wäre das so etwa September, also die Zeit der großen Schulferien, wo ich das Geld dann gern zur Verfügung hätte. Drin sein sollten eigentlich gerade 231. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Euro nicht habe. Den habe ich irgendwann mal klauen müssen, ich glaube für Taschengeld von den Kindern. Aber ich habe hier 230, also das passt. Einen Euro habe ich jetzt, glaube ich, auch gerade nicht parat, aber das merke ich mir, dass da ein Euro fehlt. Und rein packen wir ganz wunderbare 559 Euro. Ah, und dann brauche ich auch den Euro nicht mehr. Schlaue Vergangenheitsfina. Die Gegenwartsfina freut sich gerade. Das heißt, insgesamt sind es dann 790, genau. Also 560 packe ich rein. Jetzt geht es in die vollen hier. 100, 200. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 400. 1, 2, 3, 4, 5, 500, 520, 540, 560. Yay, das ist so cool. Aber das muss ich jetzt natürlich schon nochmal sortieren und dann auch nochmal ordentlich nachzählen. Insgesamt 790 sollten es sein. So 1200, wie gesagt, ist so mein Ziel. 100, 200. Seht ihr das überhaupt? So. 300, 400, 1, 2, 3, 4, 500, 1, 2, 3, 4, 600, 1, 2, 3, 4, 700, 20, 40, 60, 80, 90, 790, genau, und das ist jetzt, glaube ich, hiermit der dickste Umschlag, den wir je hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr, 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 sehr schön. So. Gut. Weiter geht's zu Steuer. In die Steuer habe ich 50 Euro reingepackt. Die kommen aus dem Kubu-Budget, weil die sollen ja mit den Einnahmen aus der Selbstständigkeit auch finanziert werden. 20, 30, 40, 50. Und drinnen haben sollten wir gerade 330, 100, 200, 250, 270, 290, 310, 20, 30. Passt. Und da kommt dann das hier dazu und dann ist der auch schon relativ gut gefüllt. Wobei, wie gesagt, das ist so schon mein Angstthema. Da muss ich mal mich ganz schlau machen, wie das letzten Endes
vonstatten geht und wie viel auch unsere Steuerberatung uns kosten wird. Und ja, das ist momentan noch so ein Verdrängungsthema bei mir, wenn ich ehrlich bin. Jetzt haben wir hier noch richtig, richtig viel Geld, aber in Zehnern und in Fünfern auch mal nett. Fünfer haben mir eigentlich immer gefehlt, das war immer so mein Hauptproblem. Und jetzt habe ich alles in winzig klein. Na gut, aber es funktioniert. So, der Rest kommt jetzt hier in diesen Planer rein. Das ist mein Planer für den Sinking Fund, für die Sinking Funds 1. Hier habe ich immer draufstehen, wofür gespart wird. Letzten Endes arbeite ich da aber schon lange nicht mehr mit einzelnen Umschlägen, mit diesen jeweiligen Sparzielen, sondern mit den Monatsnamen einfach. Und ich überweise dann auch alles gemeinsam aufs Konto. Ich laufe jetzt nicht wegen jeder Abbuchung eigens nochmal hin. Einzige Ausnahme ist etwas, was jetzt im März passiert ist. Und zwar ist da Disney Plus natürlich ganz regulär abgebucht worden. Aber der Kaminkehrer war nicht da. Hat wahrscheinlich mit Corona zu tun, nehme ich an, dass der seine Runde erst später dreht. Das heißt, das Geld für den Kaminkehrer ist hier noch drinnen. Aber das würde ich dann eh bar zahlen. Der kann nämlich bar gezahlt werden. Und das macht hier noch eh am meisten Spaß, dann auf so ein Jahresssparziel hinzuarbeiten und dann tatsächlich mit dem Geld aus dem Umschlag zahlen zu können. So, es startet hier mit Januar. Da packen wir 45 Euro rein. Das ist ganz viel, was meine Selbstständigkeit betrifft, mein Postfach. Gut, die GEZ hat damit nichts zu tun, aber meine Shopseite und mein Impressum. Also 45, 10, 20, 30, 40, 45. Drinnen sein sollten jetzt gerade 90, 20, 40, 60, 70, 80, 90. Das passt. Das ist alles so sortiert, wie ich das mag. Manchmal bin ich selber verwirrt, wie der Monk es denn nun haben möchte. Das heißt, hier kommt das dazu, da kommt das dazu und dann stehen wir hier insgesamt auf 135, 20, 40, 60. 70, 80. Die müssen so. 90, 100, 110, 120, 130, 135. Das passt. Ich kann mir echt gar nicht mehr vorstellen, die Sinking Funds 1 nicht in bar zu haben. Irgendwie lustig, weil dass es für manche praktisch ist, die variablen Ausgaben in bar zu haben, das kann man ja noch nachvollziehen, aber dass man so Jahressparziele in bar und nicht auf dem Konto hatte, das glaube ich, erscheint schon den Großteil der Leute sehr, sehr seltsam, aber ja, so bin ich, naja, ich fühle mich echt wohl damit und das motiviert mich total. Gut, dann haben wir den März, da kommen 25 Euro rein. 10, 20, 25 und drin ist jetzt hier, wie gesagt, nur das Kaminkehrergeld, die 90 Euro. Der Rest wurde ganz normal eingezahlt, weil Disney Plus natürlich pünktlich abgebucht wurde. Die lassen sich da von Corona nicht beeindrucken. Und es schneit und schneit und schneit und schneit. Ich zeige euch mal eben noch mal kurz, aber ich blätter mal um, damit ich nicht durcheinander komme. Schaut euch das an. Es ist so schrecklich. Es ist eigentlich sehr schön. Ich mag Schnee total und ich liebe es ja, es mir zu Hause gemütlich zu machen. Ich bin wirklich jemand, ich liebe es, zu Hause zu sein. Ich muss gar nicht großartig raus. Aber ja, mittlerweile habe ich echt die Nase voll vom Schnee. Wie so viele. Gut, wir landen beim Kfz-Umschlag. Das ist der Umschlag, der diesen Monat fällig ist. Nee, nächsten erst. Wir haben erst April. Ich bin meiner Zeit mal wieder voraus. Nächsten Monat ist der fällig. Da kommen jetzt rein 55 Euro. 10, 20, 30, 40, 50, 55. Und dann schauen wir auch gleich mal, wie viel da drinnen ist. Mein Kalender sagt, drinnen sein sollten mit dem hier 605. Erstmal sortieren. So, und schauen wir mal. 50, 100, 50, 70, 90, 210, 230, 250, 270, 290, 310,
310, 330, 350, 370, 390, 410, 430, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 605. Genau. Punktlandung. Das war jetzt anstrengend. Gut, dass ich schnell reden kann. 605. Hier kommen dann nochmal 55 Euro dazu, womit wir bei 660 sind. Das ist einer, der genau aufgeht. 659 ist nämlich das, was im Mai vom Konto eingezogen wird. Und ist es nicht einfach phänomenal, dann zu wissen, dass das Geld schon lange, lange, lange hier bereit liegt und eben kein Loch ins Konto reißt, wie es früher der Fall gewesen wäre, bei so einem blöden Monat, wo Kfz-Steuer und Versicherung gleichzeitig anfällt. Dann haben wir den Juni-Umschlag, da kommen 125 Euro rein. Da sparen wir nämlich aufs Heizöl. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 25. Jetzt bin ich direkt wieder ein bisschen ängstlich, ob ich da vielleicht nicht doch zu wenig abgehoben habe, beziehungsweise Patrick zu wenig gesagt habe. Wir werden sehen. Hier sollten drinnen sein, wo sind wir gerade? Beim Juni. 200 genau. Jetzt sollten es genau 200 sein. Also, wir schauen. 50, 70, 90, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300. Das läuft. Sehr gut. Das sind richtig, richtig hohe Summen mittlerweile. Ich habe diese Umschläge mittlerweile nicht mehr zu Hause, sondern an einem sicheren Ort. So viel dazu. Weil das jetzt schon echt richtig viel ist. Ich musste das mal überschlagen, wie viel das ist. Ich habe das schon länger nicht mehr gezählt, aber ich denke, so um die 1800 sollten da jetzt drinnen sein. Ja, das sollte nicht verloren gehen. So, weiter geht's mit Juli. Da kommen 35 Euro rein. 10, 20, 30, 35 und schon haben wir nur noch 5er übrig. Das ist Grundsteuer, ADAC und die Müllentsorgung. Und da sollten drin sein 315 insgesamt. Schauen wir gleich mal. Also 5er habe ich, glaube ich, jetzt für immer und ewig genug. Da kann ich mir ganz viel wechseln, wenn ich das brauche. Also 50, 70. 90, 110, 130, 150, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 315. Sehr gut. Okay. Geht's weiter mit dem September. Da kommen 15 Euro rein. Und drin sein sollten insgesamt dann 105, also erstmal 15, 15 und dann schauen wir 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105. Sehr gut. Das ist unsere jährliche Spende an die Johanniter. Und ein Teil davon kommt auch wieder aus dem Kubo-Budget, und zwar Epidemic Sound. Das ist die ganze schöne Klaviermusik für die ganzen Videos. Und mein privater Fotospeicher, in den Patrick nicht hineinpushen darf, der wird auch davon finanziert. Dann geht es weiter zum Oktober. Da kommt nicht viel rein, nur 10 Euro. 60 Euro sollten dann drin sein. Das ist dann die Haftpflichtversicherung für den Hund sowie für uns. 10, 20, 30, 40, 50 plus die 10 sind wir bei 60. Jetzt kommt gerade die Sonne draußen raus. Das sieht natürlich dann schon schön aus.
Und Endspurt, der Novemberumschlag ist der letzte. In den kommen 35 Euro rein und 175 sollten dann drin sein. 10, 20, 30. Nein, ein Fünfer fehlt. Ich habe einen Fünfer zu wenig. Alle Monks gehen jetzt auf die Barrikaden. Ich überlege gerade, ob ich jetzt schnell noch Patrick was klaue, aber ich weiß es auch nicht, ob der noch einen Fünfer hat in seinem Geldbeutel. Ihr lieben Monks, ich verspreche euch, dieser Fünfer wird in dem Umschlag landen. Ich werde dafür sorgen. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt nicht das perfekte Spiel hier gespielt haben, dass es am Ende dann doch nochmal sich nicht ausgeht. Aber ich finde, ich habe relativ gut geschätzt, wenn es nur fünf sind. Insgesamt sollten es 175 sein, beziehungsweise jetzt natürlich 170. Wir schauen mal. 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Alles perfekt, bis auf den einen Fünfer. Verzeiht mir bitte. Aber wir haben es geschafft. Ein spätes, aber sehr... für mich befriedigendes, für euch hoffentlich auch. Cash Envelope Stuffing geht zu Ende. Der Schnee hat aufgehört. Die Sonne ist rausgekommen. Ein strahlend blauer Himmel ist da draußen zu sehen. Ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!